Was man da alles noch machen kann. Guckt euch das mal an. Kontrolleinheiten, Nahrung, Roboter. Moin und herzlich willkommen zurück zu The Crust, dem Aufbauspiel auf dem Mond. Mit Fabriken, mit Expeditionen. Und da ist ein Ereignis abgeschlossen. Genau. Expeditionskontrollzentrum. And we'll also be able to send our robots via transport to remote locations and control them as well. Entfernte Locations, genau. When we start facilitating repairs and maintenance tasks in distant areas. Given the recent events, it will definitely come in handy. Genau, der nette Herr kommt nicht zu Wort. Significant damage and requires repairs. Prepare the truck with necessary spare parts and robots to establish communication with the station. Despite receiving only an emergency message, there might still be someone to save. Let's move quickly. Ja, quickly, genau. Dann hör mal auf zu reden jetzt und lass mich mal zu Wort kommen. Also, wir haben jetzt das Expeditionszentrum der letzten Episode gebaut, versorgt und mit Rohstoffen ausgestattet, die uns jetzt in Erwägung ziehen, in der Möglichkeit versetzen, weiter entfernte Expeditionen durchzuführen, zu navigieren, zu kontrollieren, zu versorgen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Rohstoffe zu einer Location auf dem Mond über die große Karte hinbringen müssen, können wir das jetzt mit dem Expeditionszentrum, vorher ging das nämlich nicht. Genau, Repeater, following the catastrophic event. Nach den katastrophalen Ereignissen auf dem Mond sind einige Industrie- und Wissenschaftsanlagen durch schwere Schäden zum Erliegen gekommen. Die Incommunicado due to Signal Transmission System Destruction, was dazu geführt hat, dass die Signalübertragung nicht mehr funktioniert, irgendwie, keine Ahnung. Incommunicado ist irgendwie Spanisch, oder? In light of this, also angesichts dessen haben wir den Repeater gebaut in unserer Basis, um jedes Signal zu finden, was noch übrig ist, irgendwie, was noch funktioniert. Dieser Repeater könnte Survivor, Ressourcen oder Forschungsmaterialien in den beschädigten Einrichtungen lokalisieren. Durch unseren aktuellen Versorgungsmöglichkeiten können wir kritische Missionen durchführen zu diesen Locations. Wahrscheinlich, um das dann zu bekommen, genau. Ach, der Rover ist gerade out of service, genau. Der kann gerade nichts machen, weil gerade Nacht ist. Genau, dann ist das egal. Auf jeden Fall, hier haben wir so eine Stelle, wo wir Fracht hinliefern müssen. Das müssen wir dann mit dem Cargo-Rover machen. Und da müssen wir jetzt mal Geduld haben, da brauchen wir noch das Material dazu. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, wenn ihr auch Lust auf The Crust habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, meine lieben Freunde. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn ihr mehr The Crust sehen möchtet. Denn die Demo, die Spielzeit für die Demo wurde nämlich verlängert, weil die Entwickler so nett sind zu uns. Haben die sich gesagt, weil wir so geil drauf waren auf die Demo, haben die gesagt, es darf länger gespielt werden, weil das so erfolgreich ankam während des Steam Next Fests. Das kann man mal wirklich auch mal feiern, muss ich mal sagen. Ich meine, welcher Entwickler ist so nett und macht das? Ja, das machen nicht viele. Und die Demo hat eben auch noch den Umfang, dass das auch absolut gerechtfertigt ist. Denn da ist noch einiges drin. Wir sind nämlich auch noch gar nicht lange, wir sind auch gar nicht am Ende angekommen tatsächlich. Guckt euch mal an, was da alles noch aussteht, ja. Der absolute Wahnsinn ist das, was da alles noch geht. Ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Hier unten endet erst die Demo, ja. Und wir sind ja noch nicht mal hier richtig angekommen, bei der Forschung. Und ich habe noch gar nicht mit den Männekicken angefangen, mit den Menschen, ja, die man ja auch noch auf den Mond holen kann, damit die da Forschung betreiben und sowas alles. Das ist ja alles noch nicht angefangen. Das ist der Wahnsinn, ja, da ist noch so viel drin, unglaublich. Das ist der Wahnsinn, das hört nicht auf. Genau. Wir haben jetzt auch noch diverseste Kontrakte. Das habt ihr mir nämlich gesagt. Tatsächlich habt ihr mir am Ende der letzten Episode noch den Hinweis gegeben, dass ich mir immer nur die aktiven Aufträge anschaue, statt einfach mal zu gucken, dass hier ja auch noch Kontrakte sind, die ich auch noch annehmen und erfüllen kann. Und das sind so viele verschiedene Fraktionen. Guckt euch das mal an. Ich wollte für sie hier eigentlich mal einen Auftrag machen. Guckt mal. Für Hygieia Neogen, weil die mir so sympathisch ist, dachte ich mir, ich mach das mal. Guck mal, da müssen wir 750 Stahl. 750 Stahl? Die Frau hat nicht mehr alle Latten am Zaun.
Für 100 von den Forschungspunkten? Oh mein Gott, was? Okay, nee, warte mal, da gibt's doch bestimmt noch eine bessere Lösung. Guck mal, hier gibt's 250 Stahl für 60 gelbe Forschung, also orange Forschung und 100 grüne Forschung. Wie viel haben wir denn davon jetzt eigentlich? Wir müssten doch da eigentlich eine ganze Menge haben. Weißt du was, ich nehme das jetzt an. Wie viel Zeit haben wir da? 50 Tage. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen den jetzt erstmal aktiv, den Auftrag. Wie sieht es mit dem aktuellen aus? Das sind auch 150. Naja, hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen, wa? Wie sieht es hier aus? Ja, das wird jetzt natürlich hier nicht reingelagert, weil wir jetzt natürlich erstmal den Kontrakt machen. Moment. Spielbär, du hast auch die Möglichkeit, deine Anlagen zu boosten. Und das geht, indem du hier diese Tatze benutzt. Aber können wir das zufällig auch für... Ah, warte, hier muss ich noch einstellen, genau. Select Resource. Platinum Plates. Quatsch, Titanplatten, genau. Warum geht das hier jetzt nicht? Kein Strom? Haben wir die nicht angeschlossen? Oh, habe ich nicht angeschlossen. Das ist hier nämlich die Walzenanlage. Die kann nämlich Titan walzen. Müssen wir mal anschließen. Hier, guck mal, jetzt geht das da nämlich los. Jetzt kriegen wir nämlich auch diese Plates, hervorragend. Sonst wäre ich nämlich Plate, wenn ich die Plates nicht kriege. Mit Space kannst du das Spiel auch während eines Menüs Pop-Ups pausieren. Ah, nice, sehr schön. Das ist auch wichtig. Pause drücken, weil das Spiel geht manchmal schneller weiter, als man denkt. Genau, guck mal, jetzt haben diese Anlagen hier ja immer noch nicht genug. Ah, ich guck mal, ich sehe schon das Problem. Wir brauchen hier schnellere Bänder, guck mal. Wir müssen dieses Band hier mal dringend upgraden, damit das hier nämlich schneller geht. Muss man auf jeden Fall auf den Zettel behalten. So, jetzt müsste hier auch wieder mehr Rohmaterial rauskommen. Und wenn mehr Rohmaterial rauskommt, müsste man wieder mehr Produkte bekommen. Wenn wir mehr Produkte bekommen, müssen wir eigentlich in der Lage sein, mehr auszuliefern hier. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Guck mal hier. Hier kommt auch hier noch rein jetzt. Nice, nice. Hervorragend. So, was müssen wir eigentlich machen? Science Lab. Visit Fundamental Science Lab. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Warte mal, das ist hier auf der Planetenoberfläche, wa? Mit dem Fundamental Science Lab. Demolished Structure, Meteorite Landing Site. Ah ja, da unten, Fundamental Science Lab. Herr Rover ist aber gerade auf dem Weg hierhin. Da lassen wir den erstmal hier hinfahren und dann hier zum Fundamental Science Lab. Also ihr seht auch so, was die Locations auf dem Mond angeht und die Story. Da haben wir auch noch einiges vor uns. Es ist schon ganz cool, dass die das noch verlängert haben, definitiv. Wie sieht es mit dem Regolith aus eigentlich? Oh, Regolith kommt nicht mehr noch rein. Meine Güte, meine lieben Freunde, wir müssen so viel Regolith abbauen. Kriegt man eigentlich aus irgendeiner Quelle permanent Regolith? Weil irgendwann ist doch hier jede Wand abgefarmt. Irgendwann ist doch jede Wand weg. Hier hinten gäbe es nochmal Silizium übrigens. Auch gar nicht so unwichtig. Drei Miner sind idle. Was, idle? Ach so, die Mining-Fahrzeuge, ja, ja. Genau, habe ich gerade nochmal einen Auftrag erteilt, dass die jetzt das jetzt hier machen, genau. Dass die jetzt hier weitermachen. Wir brauchen hier Zeug für das Zement, sonst ist Zement bald alle. Sonst haben wir keinen Zement da. Im Krater liegt eine große Struktur, die aus verschiedenen Modulen besteht. Notfallfahrzeuge sind in der Gegend verteilt. Und es sieht aus, als würden die Reserven im Warenhaus blablabla und bei Crust vor uns liegen. Die Einrichtung hat verschiedene wichtige Materialien wie Stahl, Konkret und Modular Framing für den Notfall. Ah, das ist doch gut, das können wir doch plündern. Und da haben wir auch gleich nochmal gelbe Forschung bekommen. Moment, das können wir doch uns nutzen, oder? Warte mal. Das können wir doch holen. Repair Cargo Terminal. Equipped Truck with Drones. Okay. Mit Drohnen soll ich meinen Truck ausstatten. Moment, jetzt müssen wir uns das mal angucken hier auf dem Dings. Guck mal, wenn wir da hinfahren, genau. Das ist das, was ich bekomme, okay. Ja, dann, aber jetzt ist ja gerade der schon unterwegs, oder nicht? Warte mal, wir müssen mal jetzt kurz nochmal rausgehen hier aus der Ansicht. Huch, nein, nicht so. Der ist doch schon unterwegs jetzt, oder nicht? Oder ist er überhaupt unterwegs? Das ist eine gute Frage. Jetzt müsste er eigentlich bald unterwegs sein. Es fehlen nur noch ein paar Stangen. Es fehlen noch sieben Stangen. Fehlen noch. Können wir da mal die Prio vielleicht mal ein bisschen erhöhen? Das wäre irgendwie mal ganz nice. Ich würde auch gerne noch mal ein Solarpanel und noch ein paar Batterien aufstellen eigentlich. Wir brauchen mehr Stromo. Stromo Arigato. Stromo kann man nie genug haben, meine lieben Freunde. Da kann man nie... Huch, da kann man... Nein, das wollte ich nicht. Da kann man nie genug haben, sage ich euch. Nie genug kann man da haben.
So. Und dann hier noch ein Solarpanel hinten hin. Ein mittleres Solarpanel. Guck mal, da brauchen wir auch wieder die Platten, aber die produzieren wir ja jetzt eh. Dann passt das ja eigentlich. Man sieht es immer so ein bisschen schlecht bei den mittleren, ob man da richtig liegt. Aber jetzt liegen wir richtig. Alles klar. Machen wir das mal. Weil ich glaube, wir sind gerade so am Limit, was den Strom angeht. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wisst ihr, es schwankt so ein bisschen hin und her hier. Manchmal geht es auch ein bisschen leicht ins Minus. Deswegen, wir wollen ja auch für die Nacht genug Energie einspeicheln. Das müssen wir ein bisschen probieren hier jetzt, genau. Mach mal die Prio hoch für die Anlage, damit die Drohnen da das zuerst machen. Was liegt hier eigentlich noch rum? Was ist das? Ist das nicht auch? Hier, das sind diese Stahl. Aluminium ist das. Das haben wir ja noch gar nicht in der Produktion, oder? Ich glaube nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kann man recht schnell verwechseln hier, Titan und Aluminium. Da müssen wir ein bisschen gucken, nicht wahr? So, jetzt haben wir hier 10 von 15, nicht schlecht. Kann ich eigentlich auch noch weitere Drohnen bauen oder anfragen oder so? Das wäre irgendwie mal ganz nice, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen wenig, oder? Die müssen ja ganz schön viel machen, immer. Auch wenn der hier so eine Aufträge reinkommt, das dauert immer ganz schön lange, bis das Zeug reingeliefert wird. So, da ist das Solarpanel fertig, da kann die Prio auch wieder runter. Angeschlossen ist es schon. Hervorragend, dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr Energie rein, nicht wahr? Wenn wir jetzt hier am Tag noch Sonne bekommen, genau, siehst du mal hier 71%. Da wollen wir ja wenigstens auf 80% kommen, nicht wahr? Das sollte definitiv klappen. Mit dem Rover kannst du rumfahren, der Startlandepunkt ist vorgegeben in der Demo. Ja, genau. Also, man kann mit dem Rover halt über die Mondoberfläche halt, man kann ihn halt irgendwo hinschicken, halt, dass er dann da in diesem Interface halt hinfährt. Also, man kann da nicht selber hinfahren, leider. Das wäre natürlich noch richtig geil. Ich meine. Was ich mich auch frage, ist, wir hatten ja mal, ihr erinnert euch vielleicht, mal ganz kurz für eine Episode oder so ein Ego-Perspektiven-Survival-Spiel gespielt, was auch auf dem Mond stattfindet und was so ähnlich vom Aufbau her war wie dieses Mars, Occupy Mars. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen und das war so richtig schlecht gewesen. Das weiß ich auch noch. Das war so ein richtiger, das war auch eine Demo, glaube ich, oder eine Alpha oder irgendwas, aber das war so richtig schlecht. Und da frage ich mich eigentlich auch, also Mondaufbau ist halt insofern schwierig und auch Survival, weil die Umgebung halt nicht besonders spannend ist auf dem Mond. Ja, du hast ja auf dem Mond eigentlich nur so eine graue Wüste. Und das ist halt grafisch nicht besonders anregend, sage ich mal. Ja, das ist immer noch mal was anderes auf dem Mars. Da ist alles irgendwie schön rot. Die Farben sind irgendwie spannend, die Formationen und vom Felsen und so sind auch irgendwie spannend. Und da gibt es zumindest ja auch auf der Oberfläche noch verschiedene Sachen. Keine Ahnung, auch mal ein bisschen Eis oder so, wenn du an den Polen bist und sowas. Und hier auf dem Mond ist halt alles gleich. Ist halt Krater und die Sonne ist entweder da oder nicht da. Wenn sie nicht da ist, ist es dunkel. Wenn sie da ist, ist es hell. Ist halt schwierig, das interessant umzusetzen, will ich sagen, ja. Und ich muss sagen, dieses Spiel schafft es zigmal besser als dieses komische Survival-Aufbau, was wir da hatten, das Survival-Spiel. Diese Stimmung vom Mond zum einen rüberzubringen, aber das auf eine interessante Art zu machen, die nicht dazu führt, dass es irgendwie langweilig wird, weil du immer irgendwie beschäftigt wirst mit Dingen und mit Herausforderungen und Sachen. Also du hast immer was zu tun, will ich sagen, ja. Oh, guck mal, er hat jetzt tatsächlich die Expedition gestartet, weil er jetzt genug Zeug hat. Hervorragend, nice. Dann können wir die Prio hier wieder auf normal stellen. Der Wahnsinn. Also dieses Spiel schafft es sehr gut, dich mit Aufgaben auszustatten, mit Zielen und mit Dingen, die du machen kannst. Ja, und es braucht dazu nicht mal eine Ego-Perspektive, wo du selber irgendwie rumläufst und irgendwas machst, sondern das ist einfach ein Aufbauspiel, was einfach cool ist. Und das, obwohl es in dieser tristen Umgebung stattfindet, ja, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die Umgebung ist jetzt nicht besonders anregend, ja, das muss man einfach sagen, die ist jetzt nicht besonders schick oder schön. Und es ist somit auch, glaube ich, einer der Gründe, warum die Kamera auch immer so ein bisschen geneigt ist, ja. Man kann die Kamera nie so richtig über den Horizont bringen, selbst wenn man hier so nach unten geht und dann knickt sie ja trotzdem noch ein bisschen ab, aber nee, man sieht nie den Horizont. Wahrscheinlich einfach haben sie sich gesagt, ja, die Umgebung ist schon langweilig genug. Versuchen wir mal die Kameraperspektive so zu machen, dass man möglichst wenig davon sieht. Wobei ich es eigentlich noch feiern würde, wenn man so ein bisschen den Himmel noch sehen könnte. Gut, der Himmel wäre halt schwarz, weil das Problem auf dem Mond ist ja, wenn du die Sonneneinstrahlung hast, die sehr stark ist, so wie jetzt, dann siehst du die Sterne ja nicht, weil alles. Research complete.
so überstrahlt ist, dass die Sterne halt nicht sichtbar sind, mehr oder weniger, weil einfach alles so hell ist. Der Boden ist zu hell, dass du die Sterne sehen kannst. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist auch das Problem bei den ganzen Aufnahmen von Apollo, wo ja viele sagen, ja, das muss fake sein, wenn man keine Sterne sieht. Naja, das liegt halt daran, man sieht die halt nicht, weil es einfach so hell ist auf dem Mond. Das ist erstmal komisch, aber so ist es halt. Lichtsmog, ja. Es ist halt einfach überstrahlt. Und gerade bei Kameras haben ja ein Problem mit der. Das ist ja nicht so wie bei unserem Auge. Unser Auge kann ja relativ gut sowas ausgleichen, aber so eine Kamera kann das nicht. Und da ist es entweder zu hell, wenn du die Sterne sehen willst, kriegst du es gar nicht rein, weil dann so viel Licht in die Linse kommt, dass alles andere überbelichtet ist. Wahrscheinlich geht das gar nicht mit den Kameras. Da geht das gar nicht. Die Sterne sind einfach viel zu schwach von ihrer Leuchtkraft. Selbst wenn du die Blende voll aufmachen würdest, würdest du die wahrscheinlich nicht aufnehmen können auf dem Mond. Und höchstens vielleicht nachts halt, ne? Oder auf der Rückseite des Mondes könnte es vielleicht funktionieren. Aber dann siehst du wahrscheinlich da auch sonst nicht besonders viel, ja? Weil da kommt ja kein Licht hin sonst. Also da könnte es funktionieren. Deswegen ist es vielleicht sogar keine schlechte Idee, auf der Rückseite vom Mond Observatorien zu bauen. Weil man da einfach sehr gut Sterne beobachten kann, eventuell. Oder halt da, wo der Mond halt permanent dunkel ist. Hat man auch bei Städten in der Nacht. Genau. Ja gut, bei uns auf der Erde ist ja nochmal anders, weil da streut das Licht ja auch noch ein bisschen. Wenn das in der Atmosphäre abgestrahlt wird und so, das wird ja gestreut. Auf dem Mond wird ja nichts gestreut. Da ist ja keine Atmosphäre, die Licht streut. Das kommt auch noch dazu. Das ist ja alles eine direkte Einstrahlung, beziehungsweise wird ja von der Oberfläche direkt. Deswegen sind ja die Schatten da auch so hart. Weil entweder, wenn was im Weg ist und das Licht trifft auf die Vorderseite, da wird das ja nicht abgestreut irgendwie. Also es wird schon abreflektiert, aber da gibt es keine Atmosphäre, die das noch streut und so ein bisschen verteilt und diffus macht. Deswegen müssten die Schatten hier wahrscheinlich auch noch deutlich schärfer und deutlich krasser sein noch. Glaube ich. Also dann wäre es nochmal eine Idee realistischer wahrscheinlich. Aber ja. Haarspalterei. Ich verlaber mich eigentlich auch gerade. Ich palaber und verlaber. Aber es ist immer ganz spannend, sowas mal zu besprechen irgendwie. Also, weil ich meine, wir sind ja hier auch in so einem Spiel unterwegs, wo das halt auch irgendwie eine Rolle spielt, ja. Die Rückseite des Mondes wird von der Sonne beschienen, wenn Neumond ist, okay? Du weißt aber schon, dass der Mond keine dunkle Seite hat. Ja, aber wenn das dann im Dunkeln ist, dann ist das da natürlich besser. So. Ich spüre ein starkes Bedürfnis, laut zu schreien. Bärchen soll mal den Chat lesen. Schau mal unter dem Reiter Handel, da findest du bestimmt was Gutes. Unter dem Reiter Handel. Market? Oder was jetzt? Buy, sell. Ach, guck mal hier, hier kann man auch Sachen kaufen. Ah, das ist gemeint? Ich glaube, das ist gemeint. Ich kann Dinge auch selber kaufen. Boah, guck mal, was man da alles noch machen kann. Guckt euch das mal an. Kontrolleinheiten, Nahrung, Roboter. Ah, hier kann ich Roboter. Alter, sind die teuer. Alter, sind die teuer. Kaufen und verkaufen. Ja, ich sehe schon, aber das ist ja mal richtig teuer. Okay. Ja gut, da müsste man dann andere Sachen verkaufen, ne? Da sieht man mal, wir sind ja momentan erstmal hier. Bei den seltenen Erden sind wir ja noch gar nicht von der Produktion her und auch noch nicht bei den Mikrochips. Wir haben ja gerade mal die Komponenten jetzt am Start. Guckt euch mal an, wie billig das ist, was wir momentan eigentlich produzieren, ja? Das sind alles voll Billo-Sachen. Aluminium haben wir auch noch nicht. Das ist schon heftig. Das Einzige, was lohnen würde, was wir schon produzieren, sind die Komponenten. Die könnten wir verkaufen. Aber gut zu wissen eigentlich. Also das heißt, ich kann auch selber Dinge exportieren. Ich bin nicht auf die Verträge angewiesen. Das ist ja auch geil. Ich sage ja, dieses Spiel, das ballert einen Feature nach dem anderen rein und du bist immer wieder überrascht und denkst dir so, boah, was? Das kann ich auch noch machen, das kann ich auch noch machen. Und ich rede immer noch von einer Demo. Es ist eine Demo. Eine Demo! Es ist noch nicht ein Early Access oder ein finales Spiel oder so. Es ist eine Demo. Das ist noch günstig. Die können bis zu 70.000 kosten. Okay, krass. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, warte mal. Ich muss mal jetzt kurz in die Forschung gucken. Da war irgendwie was abgeschlossen gewesen schon. Habe ich gesehen. Oh, wir müssen ja mal neue Sachen reinreihen hier. Ne, warte mal. Wir können ja, jetzt können wir die Large Battery machen. Nice. Was ist das hier?
High Voltage Power Systems. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also ja, es ist ein High Voltage, also Hochspannungsversorgungssystem, Energiesystem. Ist es für die Räume? Interior of the Base. Ah, das ist ein Power Connector für die... Okay, das brauchen wir, glaube ich, oder? Wenn wir Innenräume bepowern wollen, müssen wir das, glaube ich, haben. Dann sollten wir das vielleicht mal so langsam auch erforschen. Aber wir stecken jetzt mal die meiste Forschung am besten in die Large Battery, würde ich sagen. Weil das ist schon wichtig, dass wir das machen. So, dann lass mal gucken, wie sieht es denn jetzt aus hier mit den Expeditionen? Sind wir da jetzt am Start hier? Ist da jetzt alles am Start? Start-Expedition? Ne, Moment, halt, der fährt ja hier noch hin. Okay, nee, genau, der ist ja erstmal hier. Oh, ich kann das ja hier auch drehen, Mensch. Krass. Meine lieben Freunde, was hier alles geht, es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und hier müssen wir ja dann auch eine Lieferung machen. Okay. Also ihr seht schon, es lohnt sich auf jeden Fall auch, dass wir die Produktion noch ein bisschen steigern. Weil wir ja letztendlich auch dann die ganzen Aufträge noch erledigen müssen und so. Was hatte ich jetzt eigentlich für einen Auftrag angenommen? Diesen hier. Wie viel Zeit habe ich denn da noch? 35 Tage. Wie viel Stahl haben wir denn jetzt aktuell? 103. Okay, ja, dann lass das doch gleich mal... Lass das doch gleich mal tingeltangeln hier. Komm mal her hier, genau. Mache mal Send Resources und sag mal hier, mach das mal, genau. Ihr zackelt die Bäm. Send. Wir brauchen nämlich die Forschung. Definitiv. Sehr gut, guck mal. Und dann können die das jetzt da reinbaggern, genau. Geh mal nach unten. Nehmen sie es nach unten. Ein einziger Mond für den Bären, genau. Du hast den ganzen Mond. Ja, ja, das ist schon klar. Forsche bei Social, damit du den Alu-Abbau machen kannst. Ah, okay, ich soll bei Social. Social Media soll ich forschen. Ja, da brauchen wir doch grüne Forschung, oder nicht? Da haben wir leider nicht mehr so viel. Beziehungsweise, da mache ich ja eigentlich auch schon was. Guck mal, da mache ich ja Living Rooms schon. Aber das dauert halt alles. Farm und E-Technologie. Ja, das ist auch wichtig. Scanning Aluminium Work in Progress. License for Access to the Tender System. Okay, das ist recht teuer. Ich reihe das einfach mal ein. Keine Ahnung. Was ist das? Ice Melting Technology. Eisschmelzen, stimmt. Und das hier ist Oxygen Technology. Okay. Unten rechts. Okay, also das brauche ich. Und das hier brauche ich auch wahrscheinlich. Guck mal, das ist mit den Räumen, das ist bald durch. Alter, haben wir da lange gebraucht dafür. Guckt euch das mal an. Aber naja, so ist das halt. Dann kann das gleich zum nächsten springen dann. Und für den Kontrakt, den wir jetzt machen, kriegen wir ja auch wieder grüne Forschung. Da müsste das doch eigentlich passen, oder nicht? Ist halt alles nur ganz schön teuer. Aber warte mal, nur weil hier jetzt 100 oder so steht, heißt das nicht, dass wir auch 100 haben. Da muss ich, glaube ich, mal hier reingucken. 71 haben wir nämlich. Ja genau, steht da. Aber ich glaube, hier kann auch mehr drin sein, als hier angezeigt wird. Das ist mir schon bei dem ein oder anderen Zeug schon mal aufgefallen. Weil das hat ja hier eine Kapazität von 512. Und ich glaube, hier wird nicht alles angezeigt tatsächlich immer, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Will jetzt auch keine Scheiße erzählen. Okay, ja gut. Naja, wird 366. Und hier ist nicht viel drin. Ja. Müssen wir mal gucken. Genau. Weiß ich noch nicht so ganz. Will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Hast du oben schon alles abgebrochen? Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ist alles schon weg. Also außer die Sachen, die halt hier sind. Weil die kann ich nicht. Da komme ich nie ran irgendwie. Keine Ahnung. Das ist irgendwie gesperrt. Aber vielleicht das Ding hier noch? Nee, ist auch gesperrt. Ansonsten habe ich alles weggemacht. Da liegen sogar auch noch Ressourcen rum. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ach, die Chips. Vielleicht sollten wir da mal ein Lager wenigstens mal bauen. Rechts wird immer alles angezeigt. Kannst auch ausklappen. Ah, oh. Stimmt, hier ist noch so ein Pfeil. Sieht man kaum. Nicht schlecht. Ja, da sehen wir auch, wir haben dieses Zeug. Rare Earths. Ach, guck mal, wir haben ja doch seltene Erden. Stimmt, das sind diese Wände, die man abbauen kann. Kann das sein? Die da im Regolith unten sind. Diese unzerstörbar, also die wir vorher nicht zerstören konnten. Ich glaube, das ist das Zeug. Ja, tatsächlich. Okay, das erklärt einiges. Ja, warte mal. Huch, da wollte ich gar nicht rein. Dann lass doch mal gucken, wie kann ich denn seltene Erden verarbeiten? Wie geht denn das? Warte mal. Fuel wahrscheinlich nicht. Wie kriege ich seltene Erden? Wie kriege ich das? Das ist so die Frage. Hier vielleicht in der Raffinerie oder so?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ernst. Eisextraktor wird es nicht sein. Drohnenrekonfigurationsmodul. Was konvertiert Standardrunden? Achso, das ist so ein Konverter. Erzdetektor. Ah, hier. Rare Earth Element Prozessor. Das müssen wir mal erforschen, das Ding. Warte mal. Huch. Das müssen wir auch mal einreihen. Engineering. Hier. Seltene Erden. Das brauchen wir. Das brauchen wir ganz dringend. Sonst können wir keine Mikrochips herstellen. Oh mein Gott, meine lieben Freunde. Es läuft, es läuft. Jetzt geht das hier richtig rund. Ich sag's euch. Was ist hier los? Not enough resources for repair. Na, aber hallo. Ich glaube, es hackt. Stimmt, da müssen wir auch immer was übrig lassen. Damit sie auch die Anlagen reparieren können, wenn irgendwas ausfällt. Bei Mikrochips brauchst du noch eine Forschung. Ja, das ist klar, aber ich muss ja erstmal die seltenen Erden haben, bevor ich Mikrochips machen kann. Außerdem sind die seltenen Erden, habe ich ja gesehen, in der Liste da recht wertvoll. Könnte man also auch exportieren erstmal, wenn man sie nicht braucht. Oder einfach mal erstmal einlagern. Man könnte sie halt erstmal schon abbauen, sozusagen, oder verarbeiten. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, ja. Weil ich meine, sonst liegen sie nur rum. Aber gut, da stören sie halt auch nicht, ne? Wir können mal ein bisschen noch was abbauen hier. Ein bisschen mehr Regolith und so. Ah, guck mal, hier kann ich noch gar nichts abbauen, sehe ich gerade. Ja, wir haben ja schon diese Herstellung von dem Zement aus. Also in dieser Anlage hier, genau. Aber da scheint nicht genug von dem Zeug, von dem Slag zu kommen. Das scheint ein bisschen noch zu wenig zu kommen. Das heißt, warte mal, wir kriegen doch von hier auch Slag, oder nicht? Get some Slag, Baby! Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Slag besorgen. Warte. Cut me some Slag. Ist doch so eine Redewendung. So, guck. Ah, siehst du, jetzt ergibt das auch Sinn mit den unterirdischen Förderwändern. Guckt euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Zack. Bild. Weißt du, dann machen wir das jetzt nämlich so. Bild. Und hier kommt doch auch Schleck raus. Oder? Ja, guck mal, siehst du? Da kommt auch Slack raus. Dann machen wir den Slack jetzt nämlich einfach da rein. Und dann kriegen wir von der Anlage nämlich auch noch den Slack. Ist doch dasselbe, oder da? Ja, genau. Und dann müsste hier jetzt eigentlich immer genug kommen. Weil hier ist nämlich sonst zu wenig, sonst läuft hier der Prozess nicht an. Ja, und das sind ja unsere beiden einzigen Raffinerien, die wir momentan am Laufen haben. Dann passt das. Was ist jetzt hier mit dem. Ah, Forschung ist gleich durch. Es ist die Forschung der Lebensräume. Und dann haben wir schon das nächste Gameplay-Element mit den Menschen. Das muss doch gehen, oder nicht? Guck mal, wenn wir hier jetzt einfach einen unterirdischen Lift hinmachen. Wenn wir den bis hierhin ziehen. So. Und dann warte, warte. Nein, was ist das jetzt? Ah, Hilfe! Warte, wie war das? Pause. Director, ich kann nicht genug meine Dankbarkeit ausdrücken. Nach der Explosion war alles, was wir tun konnten, die, wie sagt man, abgesaugten Gebiete abzutrennen und eins nach dem anderen und zu warten, bis die Dinge ihren Lauf nehmen. Ohne deine gut getimte Intervention wären wir hilflos gewesen und hätten langsam auf das Schlimmste warten müssen. Genau, das ist ein Schicksal, das du keinem wünschst, genau. Wir haben begonnen, die wertvollsten Daten hochzuladen. Stimmt, die hatten ja Forschungsdaten. Geil. Nice, nice. Danke dir, Director. Wir werden in Kontakt bleiben. Guten Tag. Sehr schön. Nice, nice. Meine lieben Freunde, wir haben sie gerettet und sie haben uns ihre Forschungsdaten zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich extra nice, ja. Extraordinär ist das. So, warte mal, dann lass doch mal das so machen jetzt hier. Guck mal. Hier so, genau, machen wir das jetzt. Weil dann geht das nämlich automatisch raus. Dann müssen die Drohnen nicht immer ständig diesen Zement da ständig rausholen hier. Guck mal, dann machen wir das jetzt so. Siehst du, dann geht das nämlich hier rein und raus und rein und raus. Und dann läuft die Anlage nämlich weiter. Ja, dann staut sich das nicht immer so auf hier. Guck mal. Weil ich glaube, die Drohnen sind irgendwie da gerade zu inkompetent, das zu machen. Keine Ahnung warum. Aber so ist das. Und jetzt kriegen wir nämlich auch schneller Zement da. Und dann geht nämlich unser Bauen auch schneller, nicht wahr? Das ist schon ganz nice. Und jetzt haben wir nochmal Forschung gekriegt. Der Hammer, der absolute Wahnsinn. Nice. Er muss es globaler sehen. Er sieht nur eins, aber nicht, dass die Rizzis vielleicht woanders fehlen, wo die Bänder nicht hinlaufen.
Wenn ich jetzt global drauf gucke, funktioniert es. Das Einzige, was jetzt halt gerade nicht läuft, ist das, weil wir es ausgeschaltet haben. Aber das ist ja, habe ich ja absichtlich gemacht, weil wir diese Teile jetzt nicht unbedingt so dringend brauchen und da auch schon eine ganze Menge haben eigentlich. Von daher, ja, sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder nicht? Zement haben, oh, guck mal, kommt jetzt auch einiges rein. Nice. Ja, das habe ich nicht gewusst, dass die Förderbänder sofort alles deaktivieren an Ressourcen. Das müsste aber eigentlich ein bisschen klarer gesagt werden, finde ich, vom Spiel. Weil das denkst du ja nicht. Bei Saatis ist es ja auch nicht so, nur weil ich ein Förderband an was angeschlossen habe, dass ich nicht... Ja gut, das ist ein schlechtes Beispiel jetzt. Bei Captain of Industry ist es ja auch nicht so, nur weil ein Förderband angeschlossen ist, dass die Anlagen dann nicht mehr mit LKWs beliefert oder abgeholt werden können, die Sachen. Sondern da kannst du das ja auch nochmal separat dann... ein- und ausschalten, beziehungsweise ist ja nicht standardmäßig aus dann. Oder ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Bei den Containern bei Captain of Industry musst du das immer noch mal ein- und ausschalten. Also du musst es ausschalten, wenn du nicht willst, dass auch noch die LKW dahin fahren, weil ein Band angeschlossen ist. Weil sonst kann es ja bei Captain of Industry dazu kommen, dass wenn du das nicht ausschaltest und der Container ist da aufgebaut, wo sie nicht hinkommen, dann können sie da nicht hin. Und sagen dann, sie versuchen trotzdem was reinzuliefern, aber sie kommen halt nicht ran. Und deswegen musst du es separat dann ausschalten. Genau, und hier ist es halt standardmäßig ausgeschaltet. Wenn das Lager 4 Bänder dran hat, dann können die Roboter nichts holen zum Bauen oder für Aufträge. Wenn das Lager 4 Bänder dran hat, achso, weil der Ausgang dann blockiert ist oder was? Weil alle Ausgänge blockiert sind, jetzt verstehe ich es, okay. Ja gut. Also der Ausgang für die Bänder, Ein- und Ausgang ist gleichzeitig auch das, wo die Roboter das dann abholen. So, neuer Kontrakt. Wir haben ganz viel geschafft jetzt hier. Neuer Kontrakt ist verfügbar. Können wir das jetzt hier machen? Ach ja, das läuft ja jetzt sowieso noch. Warte mal, was ist hier jetzt noch bei Available? Wir brauchen noch mehr grüne Forschung, weil da müssen wir jetzt sehr viel machen. Der hat gar keine grüne Forschung hier. Society of Metis. Guck mal hier, die haben ganz viele grüne Forschung. Die wollen aber auch ganz viel von... Alter, 1500? Niemals. Was bauen die denn bitte? Bauen die einen Todesstern? Aus Zement? Keine Ahnung, ey. Die bauen, glaube ich, irgendwo eine Stadt oder so. Was haben wir hier? 150 von den Platten. Für zweimal Forschung und 67.000 Credits. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Wie schnell produzieren wir denn eigentlich diese Platten? Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr langsam, wie es aussieht. Wir brauchen 4 Stangen pro Minute und produzieren daraus 2 Platten. Okay, da könnte man noch bestimmt noch mal was nachlegen, oder? Weil das staut sich doch hier gerade auf. Wie viel produzieren wir denn an den Stangen? 3. Ah ja, stimmt, da brauchen wir 6 pro Minute produzieren wir, genau. Und hier brauchen wir 4. Also okay, da könnte man natürlich noch mal eine Anlage hier noch bauen vielleicht. Laufen die voll? Nee, nicht so wirklich. Okay, da bräuchte man nochmal mehr Zeug hiervon. Da bräuchte man wahrscheinlich hier nochmal entweder eine Steigerung. Hier ist aber auch vollgelaufen eigentlich. Da könnte man vielleicht noch eine zweite Raffinerie hinstellen. Wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, wir machen mal hier direkt nochmal ein bisschen das Gestein weg, weil es sieht so aus, als müssten wir hier noch ein bisschen was dran bauen demnächst. Scheint so zu sein, dass wir hier expandieren müssen. Machen wir das mal weg. 1000 Items sind 1000 Fahrten der Drohnen. Das zieht sich. Ja, aber 1000 Items müssen doch erstmal da sein, damit die Drohnen 1000 mal fahren können. Das ist noch das andere. Aber ja, es stimmt natürlich. Es wäre vielleicht dann auch ganz schlau, wenn wir noch einen zweiten Aufzug bauen würden. Das, ja, kann man eigentlich noch einen zweiten Landeplatz bauen? Warte mal, haben wir Logistik hier. Ja, ich könnte noch einen Landeplatz bauen. Könnte man dann nicht theoretisch auch mehrere Aufträge gleichzeitig abarbeiten, wenn man 2 Landeplätze hat und 2 Lifte und noch mehr Drohnen? Das müsste doch gehen, oder? Das geht, ja, okay, das ist ja spannend. Ja, siehst du, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Es ist der Wahnsinn. Ich sag ja, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, selbst in dieser Demo, ja. Ist schon ganz praktisch, dass die das nochmal verlängert haben, alles. So, uns fehlt hier jetzt noch Zeug. Wie sieht's aus mit dieser, warte. Mit dieser Erkundung hier. Ah, der Rover fährt jetzt wieder zurück. Hier ist irgendwas. Charlie 23 Backup Vault. Diese Struktur dient als Teilereserve. Oh, guck mal, das können wir alles bekommen. Nanoröhren.
Modulare Frames. Und hier gibt es ja auch noch Zeug. Aber wir brauchen, glaube ich, erstmal das hier. Das wäre, glaube ich, erstmal sicher wichtiger hier. Jetzt muss allerdings erstmal der Roboter. Kann ich den jetzt da hinschicken? Warte mal. Cargo Truck, going to base. Guck mal, den kann ich da rüberfahren lassen, oder? Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt bekomme oder ob ich das da hinliefern muss. Keine Ahnung. Wenn wir das da hinliefern müssen, haben wir eh ein Problem, weil ich glaube, ja, diese Rahmen haben wir noch gar nicht. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Crust. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Crust, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielware mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr könnt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.